Cannabis macht im Grunde genommen genauso abhängig oder nicht abhängig wie jedes andere Medikament auch oder wie ein Opioid-Schmerzmittel. Das heißt, wenn ich das als niedrige Dauermedikation gebe, ist es überhaupt kein Problem, dieses Medikament auch nach einer gewissen Zeit wieder rauszunehmen. Entweder weil das Schmerzproblem behoben ist oder ich es aus anderen Gründen gegeben habe. Ich habe sehr, sehr oft Patienten behandelt im Rahmen einer Krebserkrankung, wo wir es als übelkeitslinderndes oder appetitstimulierendes, gewichtsstabilisierendes Medikament eingesetzt haben, immer wieder über Zyklen der Chemotherapie, wieder rausgenommen, wieder reingenommen, wieder rausgenommen. Ist überhaupt kein Problem, wenn ich das eben in einem Bereich einsetze, wo es mir nicht diesen Kick macht. Und auch das nochmal klares Plädoyer, unterhalb der psychotropen Schwelle zu bleiben. Ich möchte eben nicht dieses rasche Anfluten, weil da ist die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit und auch durchaus für Schäden. Viele denken ja, Kiffen macht gleichgültig. Also auch das hängt immer an der Dosis und an diesen Plasma-Peaks. Und wenn ich die vermeide durch eine niedrig dosierte Dauertherapie, dann kriege ich weder diese Frontalhirnveränderungen mit Lernschwäche, mit mir ist alles egal, noch kriege ich eben diese psychische Abhängigkeit oder eine stärkere körperliche Abhängigkeit, die mir hinterher dann gravierende Probleme macht.